Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Bücherwoche von mir. Nicht nur eine Woche mit sehr gemischten Buchgefühlen, blicken wir zurück, sondern auch auf einen Film und einen Soundtrack, der mich total süchtig macht, der mich begeistert, emotional packt und ich hin und weg bin. Und ich glaube, damit werden wir diese Woche vor den Büchern tatsächlich sogar anfangen, denn es geht um The Greatest Showman. Ein Film, der, glaube ich, im Januar in den Kinos lief, der auch schon zig Oscars bekommen hat. Ich irgendwie kein Hugh Jackman-Fan bin und deswegen nicht ins Kino gegangen bin. Und mir aber dann schon ganz liebe Freunde immer wieder gesagt haben, Steffi, du musst dir den anschauen. Der ist genau, was du liebst. Ich bin ja unter anderem ein Riesenfan, zum Beispiel von Moulin Rouge oder auch von La La Land. Ich mag Musicals, ich mag, wenn gesungen wird. Ich mochte die Serie Smash. Ja, Smash. Und ich bin da ein absoluter Fan und mich kann Musik, wenn sie emotional ist, wirklich mitreißen. Und das hat der Film Greatest Showman absolut geschafft. Ich habe den jetzt mittlerweile schon zweimal angeguckt und ich bin total, ja, total in dieser Welt gefangen. Ich mag diese Zirkuswelt, diese Artistenwelt, dieses positive Gefühl, trotz aller Rückschläge, die es in diesem Film für den einen oder anderen Charakter gibt, super gerne. Ich mag es, dass man eine Million Träume hat und dass einen die Farben im Licht leuchten und man vielleicht sogar sein Schicksal neu schreiben kann und dann irgendwann, ja, der Veränderungskick sozusagen kommt, dass etwas nie genug ist und man dann von heute an eben wieder versucht, für immer alles richtig zu machen. Und das waren jetzt einige Songtitel. Wer vielleicht den Film kennt, dem ist es aufgefallen. Ich fand den Film bombastisch. Ich mochte die Atmosphäre, das Gefühl, ich mochte die Charaktere. Natürlich ist die Geschichte ein bisschen flach und ein bisschen vorhersehbar und man ahnt an mancher Stelle natürlich schon, was passiert, wo die Geschichte hingeht. Aber den Charakter gab es ja tatsächlich, diesen Zirkusdirektor, Erschaffer, und man hat darauf basierend eben so ein bisschen, ja, eine Geschichte geflochten. Auch sehr angetan bin ich von Zac Efron und auch von Michelle Williams. Auch die Gesangskünste der Schauspieler einfach großartig. Bei Hugh Jackman hat man das ja schon bei Les Miserables gesehen, den ich damals auch sehr, sehr mochte. Auch wenn das Thema natürlich viel, viel, viel schwerer ist, als es hier der Fall ist. Und so ist es dann passiert, dass ich natürlich auf Spotify den Soundtrack gehört habe, ich ihn aber unbedingt mit ins Auto nehmen wollte und dazu nicht erst mein Bluetooth-Gerät im Auto anmachen wollte und ihn mir auf CD geholt habe. Also ja, absoluter Begeisterungsstürme in mir. Jeder, der was mit Musik anfangen kann, mit Musik, die Emotionen in einen hervorrufen, wenn was zum Mitsingen gesucht wird, wenn eine geile, ja, Story, Handlung, großes Kino ist es ja im Grunde. Wer sowas mag, der ist da absolut richtig. Und ihn gibt es jetzt ja auch auf DVD und Blu-ray. Und ich denke mal, dass jetzt irgendwann noch auf Sky laufen wird. Und ich, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich ihn angesehen habe. Und ich bin förmlich süchtig nach diesen Liedern. Das Erste, was ich morgens im Handy anmache, ist der Soundtrack. Und wohl gefühlt auch das Letzte am Tag, was ich ausschalte, ist der Soundtrack. Und auch zwischendurch immer wieder brauche ich irgendwie ein Lied. Ich möchte singen, ich möchte tanzend durch die Wohnung laufen und es hat mich wirklich total gefesselt und begeistert. Und wenn, ja, ein Film so etwas schafft, wenn Musik so etwas schafft, dann muss es auch einfach geteilt werden. Wenn da Leidenschaften in einem geweckt werden und Begeisterung, dann hat der Film im Grunde ja alles absolut richtig gemacht. Ja, so viel zur Filmschwärmerei. Wir wollen es ja hier nicht ausarten lassen. Ich habe insgesamt 5 Bücher gelesen. Und darunter war das ein oder andere Okay-Buch, aber auch durchaus wirklich kleine Highlights, wie ich finde. Begonnen hat meine Woche, mein Wochenende mit Das Café am Rande der Welt von Strelecki. Habe ich mir gebraucht, glaube ich, mal irgendwann bei Rebuy oder Medimops mitgenommen und war sehr neugierig auf diese Erzählung, die ja so ein bisschen, eher zum Nachdenken anregen sollte. Dann auf besondere Empfehlung habe ich gelesen Das tiefe Blau der Worte
von Case Crowley. Schon mal sehr faszinierend. Crowley heißen ja auch bei Downton Abbey die Adelsleute, also zumindest ein Teil davon. Und ja, das fand ich schon mal einen sehr schönen. Ja, da liest du doch einfach mal rein. Ich habe da eine absolute Empfehlung bekommen und habe mich sehr gefreut, das Buch dann auch ausgeliehenermaßen lesen zu können. Und habe das auch sehr, sehr genossen. Dann habe ich, ja, ich war mal wieder so ein bisschen im Sherlock-Fieber, wollte aber nicht die Serie anfangen und habe dann Teufelsgrinsen gelesen von von Annelie Wendeberg. Und zwar sind das die Anna Kronberg-Krimi. Es gibt insgesamt 4 Teile und das ist der erste Teil dazu. Und ich musste einfach so ein bisschen in Sherlock-Fieber kommen und ob es das geschafft hat, dazu dann natürlich mehr. Dann habe ich gelesen Das Ja-Experiment von Shonda Rhimes. Auch hier eine Empfehlung von einer Freundin, dass das doch etwas für uns sein könnte. Und ja, mal gucken, was die Autorin zu ihrem Ja-Ja-Experiment ja so ein bisschen zu erzählen hatte. Und als letztes, die ganze Woche über gehört, habe ich Die Frauen vom Löwenhof, Agnetas Erbe von Corinna Bormann. Es ist, soweit ich weiß, mein erstes Buch von der Autorin und ich habe das Hören auf jeden Fall sehr, sehr genossen, weil auch die Sprecherin wirklich sehr gelungen vorgelesen hat, wie ich fand. Aber wir starten natürlich mit dem ersten Buch der Woche, Das Café am Rande der Welt von John Strelecki. Und ich muss sagen, es ist natürlich von der Aufmachung auch schon sehr niedlich sozusagen gemacht, auch von der Größe, wenn man das so sieht. Und ja, ich bin über dieses Buch irgendwann mal gestolpert und ja, fand so die Fragen darin sehr interessant, die sich so ein bisschen damit beschäftigen, was ist der Sinn des Lebens. Und wir treffen hier auf John, das ist ein erfolgreicher Werbemanager, der verfährt sich irgendwo im Nirgendwo und will eigentlich eine Abkürzung nehmen, merkt aber dann, oh, eigentlich fahre ich jetzt doch weiter als gedacht und das Benzin wird irgendwie knapp und er hat Hunger und er hat Durst. Und findet dann irgendwo am Rande der Welt sozusagen ein Café, in dem er ja eigentlich nur kurz Rast machen möchte. Findet dort aber dann eine Karte, also die Essensrestaurantkarte, die 3 Fragen beinhaltet. Warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod? Und führst du ein erfülltes Leben? Und ja, er versucht sich dann eben daran, diese Aufgaben zu lösen und das macht er mit auch dem einen oder anderen Angestellten in diesem Café und ja, ich hatte mir dabei so ein bisschen erhofft, eben nicht nur diese Fragen gestellt zu bekommen, sondern auch einige Gedanken dazu, wie man eben zu einer Lösung findet, beziehungsweise hat man gefühlt ja nicht auf alle diese Fragen direkt eine Antwort und man muss wahrscheinlich auch gar nicht eine Lösung haben, beziehungsweise sieht die Antwort heute vielleicht auch anders aus wie in einem Jahr. Das ist natürlich so ganz unterschiedlich. Es ist wichtig, sich, glaube ich, schon mit Fragen des Lebens so ein bisschen zu beschäftigen, den Sinn hinter seinem Dasein vielleicht tatsächlich ja, für sich selbst herauf zu beantworten. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich hat das Buch nicht sehr viel gehabt. Es konnte meine Erwartungen überhaupt nicht erfüllen. Es fühlte sich für mich sehr, sehr oberflächlich an. Es wurden zwar die Fragen schon irgendwie gut verarbeitet, gut beantwortet und auch so diese Herleitung fand ich tatsächlich ganz interessant. Aber ich glaube einfach, dass dadurch, dass ich mich schon Jahre so ein bisschen damit beschäftige, dieses Buch tatsächlich eher was für Anfänger sind. Nein, das Buch ist eher was für Anfänger, die sich eben gerade jetzt erst damit irgendwie ja, auseinandersetzen, sich Lebensfragen stellen. Und ja, ich fand daher auch die Lösungen nicht ganz so zufriedenstellend und sie brachten mich auch in meinem Denken nicht gefühlt so richtig weiter. Ich fand auch den Schreibstil leider überhaupt nicht gelungen. Ich fand ihn sehr flach und sehr platt und natürlich ist das bei so einem dünnen Buch nicht zu erwarten, dass unser Protagonist John hier irgendwie ja, tiefgründiger beschrieben wird, aber gerade das hätte ich halt sehr, sehr wichtig gefunden, dass man tiefer hineinschaut, dass man ein mehr Informationen bekommt. Und ja, mir hat das Buch leider nicht allzu viel geben können. Es war schon irgendwie okay. Es war ja zum Glück auch nicht dick. Man ist da gefühlt in 2 Stunden durch. Mehr war es aber tatsächlich auch nicht. Ich empfehle das wirklich eher Anfängern, die sich das erste Mal in ihrem Leben die Frage vielleicht stellen, warum bin ich hier, wozu das Ganze, oder die vielleicht auch einfach mal mit was Leichtem in dieser Richtung anfangen möchten, weil ich glaube, dass das dann wirklich gut ist, weil es eben auch nicht dick ist.
ja, mich hat es nicht lebensverändernd irgendwie zurückgelassen oder mir meine Fragen irgendwie beantwortet, beziehungsweise auch nicht geholfen, diese Fragen zu beantworten. Man möchte ja eine andere Antwort haben, als es vielleicht hier drin der Fall ist. Also so viel jetzt auch zu diesem dünnen Büchlein. Ich glaube, man kann gar nicht allzu viel mehr erzählen. Ja, ich finde tatsächlich, ich bin einfach 5 Schritte gefühlt weiter und hätte das vielleicht vor, ja, 10 Jahren ganz gut gefunden und hätte mich wahrscheinlich zum Nachdenken angeregt. So fand ich es an mancher Stelle so, okay, nehme ich mit, aber mehr tatsächlich leider auch nicht. Aber es kann eben auch nicht jedes Buch gefühlt einen im Grunde den Weg weisen oder einen mehr geben, als man vielleicht schon in sich hat. Ja, das ist einfach so. Ja, einfach so mein Eindruck. Von daher. Das dazu. Weiter ging es dann mit Das tiefe Blau der Worte von Case Crowley. Ein Buch, das eine ganz besondere Empfehlung hatte und ich mir hier ein absolutes Highlight erhofft habe. Denn nicht nur der Klappentext klang spannend, sondern auch der Titel hatte natürlich schon etwas. Denn Das tiefe Blau der Worte, das ist schon ja sehr speziell und sehr, sehr schön. Und ich habe mich von der Schwärmerei so ein bisschen anstecken lassen und war dann ganz froh, dass ich dieses Buch auch lesen konnte. Ja, wir treffen in diesem Buch auf Rachel und Henry und beide waren in ihrer Kindheit und Jugend gefühlt unzertrennlich die besten Freunde. Und eines Tages ist dann eben Rachel mit ihrer Familie weggezogen und so ganz glücklich sind sie an diesem neuen Ort nicht geworden, denn Rachel verliert ihren Bruder und das zerreißt so ein bisschen die Familie um Rachel und auch Rachel selbst ist ganz schön davon mitgenommen, verbockt auch ihren Schulabschluss und zieht dann zu ihrer Tante zurück in die ursprüngliche Stadt und trifft dort natürlich auch auf ihre alten Freunde und eben auch auf Henry. Und dieses Wiedersehen ist nicht ganz unkompliziert, denn Henry ist eigentlich verliebt und dachte auch glücklich mit seiner Amy. Allerdings ja, verlässt sie ihn kurz bevor sie gemeinsam eine kleine Weltreise machen wollten und er ist am Boden zerstört und fällt dann im Grunde ja der Rachel direkt irgendwie in die Arme. Aber beide wissen nicht so recht, wie sie an einer früheren Freundschaft ja so ein bisschen anknüpfen sollen. Und zudem führt Henrys Familie einen Buchladen und das ist für mich so wirklich das absolute Highlight in dieser Geschichte gewesen. Und auch seine große Schwester ist in diesem Buchladen mit involviert und auch Rachel soll im Grunde dort arbeiten. Doch die Familie überlegt eben, ob sie diesen Buchladen tatsächlich halten können oder ob sie ihn verkaufen. Man muss ehrlich sagen, der Schreibstil war sehr leicht, war sehr locker, war sehr flocker. Man ist super gut in die Geschichte reingekommen. Man hat 100 Seiten so in einem Wisch durchgelesen, ohne es gemerkt zu haben. Das fand ich wirklich sehr positiv, sehr besonders. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war sehr verständlich erzählt. Es war auch wirklich gut erzählt. Es war bildhaft erzählt und man hatte wirklich immer so das Gefühl, man ist ganz nah am Geschehen dran. Ich mochte das sehr, sehr, sehr gerne. Ich fand es auch schön, dass wir hier ein bisschen unterschiedliche Perspektiven hatten, dass wir natürlich die Charaktere so viel besser kennenlernen konnten, auch ihre Gedanken dazu ein bisschen besser verstehen konnten. Mein besonderer Liebling in dem Buch war Georgie, die Schwester von Henry, die ich absolut grandios fand. Das war ein ganz einzigartiger Charakter, wie man ihn am liebsten auch in seinem Freundeskreis hätte. Und auch durch den Perspektivwechsel hat man eben auch durch sie so ein bisschen was von der Welt, von der Geschichte erzählt bekommen, was mir einfach besonderen Spaß gemacht hat. Und ich muss sagen, ich konnte mich mit Rachel sehr gut identifizieren. Ich konnte sehr gut mit ihr mitfühlen, diesen Verlust vom Bruder, was es in ihr ausgelöst hat, warum sie vielleicht auch ein bisschen verschwiegener geworden ist vor Ort, also jetzt auch ihren ehemaligen Freunden sozusagen gar nichts davon erzählt, warum sich nicht alles um ihren toten Bruder drehen soll. Ich konnte das sehr gut nachvollziehen und Rachel hat wirklich so ein Gespür gehabt, wann sie wie, wo, mit wem so ein bisschen umgehen soll und das hat mir ja sehr, sehr gut gefallen und ich mochte ihre Gedanken dazu, auch diese Trauerbewältigung fand ich sehr interessant gemacht und ich fand das wirklich auch mal was Neuartiges, was man so ein bisschen in der Literatur dazu gefunden hat. Leider blieb mir Henry des Öfteren ein Rätsel. Ich konnte mich nicht so ganz gut mit ihm verständigen. Ich mochte so seine jammrige Art, gerade so im ersten Drittel der Geschichte nicht so richtig, wo er eben über diesen Liebeskummer der gefühlt
alles in ihn einnahm. Das fand ich tatsächlich ein bisschen nervig, wo ich mir auch mal so dachte, Mensch Junge, jetzt reiß dich mal zusammen und das wird schon wieder. Und so ein Liebeskummer ist ja nicht das Ende der Welt. Natürlich ist das in dem jugendlichen Alter bestimmt etwas anderes. Ich glaube, wir hatten alle schon mal Liebeskummer und können das irgendwie verstehen, aber so jammerig, da war ich tatsächlich auch als Jugendlicher nicht unterwegs. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, dass man Henry so im Gegensatz zu Rachel, ja, ihm auch irgendwie so eine Geschichte geben musste und die irgendwie aufgewogen hat und auch beide so im Grunde immer im Wettstreit standen, was ist jetzt gefühlt schlimmer. Sehr, sehr, sehr schön fand ich die Buchhandlung von Henrys Familie und der Briefbibliothek, die es dort gab, denn man hatte dort eben Briefe und man hatte dort Bücher, in die konnte man einen Brief stecken und der Empfänger wusste eben, in welchem Buch ein Brief für ihn ist und der legt dann die Antwort im Grunde genau wieder an diese Stelle und dieser Briefaustausch, den fand ich grandios in diesem Buch. Also das ist wirklich eine wunderbare Geschichte, die wahrscheinlich alle, die Bücher lieben, auch wunderbar finden. Das war so ein Highlight in diesem Buch selbst und das hat mir immer besonderen Spaß gemacht, auch wenn dann so anonyme Briefe eben kamen und der Empfänger so ein bisschen überlegt hat. Und das fand ich großartig gemacht. Also dass da durch eben auch Kontakt entstehen kann, aufgenommen werden kann und beide, sowohl der Schreiber wie dann auch der Empfänger, was sich dann ja wieder dreht, eben ist etwas ein ganz besonderes Gefühl, nicht nur zu den Büchern haben, sondern eben auch zu den Nachrichten. Und ich fand das wirklich großartig. Alles in allem hat mir durch diesen lockeren Schreibstil und auch mit dem ein oder anderen ernsten Gedanken das Buch sehr, sehr gut gefallen, bis auf Henry. Der bleibt für mich einfach ein großer Kritikpunkt, weil der mir eben so gar nichts gegeben hat und ich sehr wenig mit ihm anfangen konnte. Fand ich die Geschichte wirklich wunderschön erzählt. Es ist so eine Lebensgeschichte, wo man eben auch was mitnimmt, wo man sich reinversetzen kann, wo man so ein Gefühl eben auch einfach bekommt, wie ticken Menschen und tatsächlich so ein bisschen auch ein Gefühl für diese Trauerbewältigung bekommt und auch ja, so den Blick aufs Leben, den fand ich da drin einfach so schön. Und das Lebensbejahende, was eben doch immer wieder durchkommt und dass eben die Welt halt durch einen Liebeskummer einfach nicht untergeht und es gefühlt halt immer wieder weitergeht. Und ich bin ein positiver Mensch und ich mag es, wenn eben auch in Büchern die Charaktere positiv sind und mich da im Grunde in meiner Positivität auch so unterstützen können und mich nicht komplett runterziehen und man dann morgen wirklich denkt, oh Gott, die Welt geht unter und sie wird nie wieder schön und es wird keinen Tag Sommer mehr geben und ich mag das, wenn Bücher eben auch lebensbejahend sind und das fand ich in dieser Geschichte sehr schön gemacht, sehr logisch gemacht, sehr echt gemacht und es hat sich eben auch zu keiner Zeit irgendwie künstlich oder falsch angefühlt und das fand ich wirklich an diesem Buch mit diesem wunderschönen Titel einfach ganz, ganz toll und ich danke auf jeden Fall für die Empfehlung und bin sehr froh, dieses Büchlein gelesen zu haben. Ich bin mal wieder Sherlock verfallen. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mit der Serie anfange, dachte mir aber dann, du hast die in diesem Jahr ja erst gesehen. Nein. Zudem kommt ja jetzt auf Sky auch die neue Serie von Benedict Cumberbatch, die ich jetzt demnächst angucken möchte, wenn mal 3-4 Folgen da sind. Und so habe ich zu einem anderen Buch gegriffen, und zwar Teufelsgrinsen von Annelie Wendeberg. Und das ist ein Anna Kronberg-Krimi. Das ist der erste Teil dieser Reihe. Und das wurde mir von einer lieben Zuschauerin empfohlen, als ich gerade im Sherlock-Fieber war. Denn Anna Kronberg, unsere Protagonistin in diesem Buch trifft eben auch auf Sherlock, denn sie lebt zur viktorianischen Zeit, wo eben auch Sherlock in London unterwegs ist. Und ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahrhundert wir hier spielen, 1889. Und wir sind eben in England und es ist an sich tatsächlich eine Art Krimi mit leichten Sherlock-Detektiv-Feeling. Man kann es gar nicht anders sagen. Ich war tatsächlich ein bisschen skeptisch, ob mir Anna Kronberg als Protagonistin gefallen wird, denn sie selbst ist eben als Anton Kronberg als Arzt in London unterwegs und sie ist, ihr Spezialgebiet ist Bakteriologie, was ja förmlich danach ruft, dass sich das Bösewicht sozusagen zu eigen machen möchte und sie lebt eben in einer Zeit, wo es Frauen verboten ist zu studieren oder gar als Medizinerin im Grunde unterwegs zu sein. Und so muss sie sich eben als Mann verkleiden und verliert dadurch natürlich auch ein bisschen sich selbst, weil man kann sich das, glaube ich, auch ganz gut vorstellen.
Und ja, sie wird eines Tages an einen Fundort geführt, wo Cholera-Bakterien im Grunde ins Trinkwasser von London wahrscheinlich gekommen sind. Und eigentlich soll sie da auch so ein bisschen eben diese Richtung aufklären, was hier mit den Bakterien passiert, was mit der Cholera passiert, wie man hier irgendwas verhindern kann. Dort trifft sie auf einen großen, schlanken, sehr intelligenten Mann, nämlich auf Sherlock Holmes. Und der natürlich daran so ein bisschen interessiert ist, diesen Fall auf eine andere Art und Weise zu lösen. Und beide haben eben einen grandiosen Verstand und sehen auch Dinge und nehmen Dinge wahr, die uns anderen normalen Menschen, sage ich mal, verborgen bleibt. Und ja, Anna wird im Grunde hier ja auch hinter die Fassade blicken, nicht nur von Sherlock, sondern auch von London. Und auch ein bisschen John Watson ist natürlich dabei und auch Mrs. Hughes. Und ach, das ist so, das war einfach so, so toll. Ja, und wir haben hier eben einen Krimi, der sich so ein bisschen darum dreht, dass eben ja im Grunde diese Bakterien irgendwie ausgenutzt werden sollen und am Ende vielleicht tatsächlich London bedrohen. Ja, das ist nur so ein Teil der Geschichte, aber ja, wir sind hier auch umgeben von düsteren Machenschaften und haben eben immer Anna, die so in dieser Zwickmühle Mann-Frau sozusagen steckt und eben natürlich auch ganz viel Sherlock. Und das ist in diesem ersten Teil wirklich ein absolutes Gefühl. Man hat das Gefühl, man sieht Sherlock vor sich. Für mich natürlich nach wie vor Benedict Cumberbatch. Es gibt keinen grandioseren Sherlock in meinen Augen und es ist toll, wie mir auch Anna Kronberg gefällt. Ich hatte ja erst so die Befürchtungen, wie kann es jetzt sein, dass nicht nur Sherlock das Universalgenie ist, sondern wir jetzt hier auch noch eine Frau präsentiert bekommen, die das so kann. Was ich natürlich jetzt nicht für unmöglich halte, aber man wollte natürlich jetzt nicht das Nachgemachte fühlen und das hat man tatsächlich nicht. Der Schreibstil ist wirklich sehr knackig, er ist spannend, dadurch, dass das Buch ja auch überhaupt nicht dick ist, es ist unterhaltend. Man hat genug Sherlock-Feeling, man hat aber auch genügend Anna Kronberg und das ist wirklich eine Protagonistin, die ich stark finde, tough finde, mutig finde, die ihren Weg geht und auch schon gegangen ist und die jetzt wirklich sehr ergänzend zu Sherlock einfach in diese Geschichte sich einfügt, was ich persönlich einfach die perfekte Mischung fand. Und natürlich war mir Anna ein wenig zu viel Sherlock, also wo ich so dachte, ach ja, überspitzt es nicht, für irgendwas muss Sherlock Holmes ja auch noch gut sein. Ja, und das hat mich so ein bisschen gestört im ersten Teil. Ich fand den Band aber wirklich grandios. Also ich hatte viel, viel Spaß mit dieser Art Krimi, mit dieser Geschichte, mit diesem Thrill, der darin enthalten ist. Und ich habe mir schon während des Lesens von Band 1, ich gleich war so in der Mitte, habe ich mir den zweiten gebraucht, bestellt. Der liegt auch schon hier oben. Und es gibt insgesamt 4 Bücher und das Lustige ist, dass sogar der 4. Teil schon bei mir steht und ich weiß gar nicht, warum ich Teil 1 und 4 bestellt habe. Denn der 2. Teil ist dann Tiefer Fall, der 3. die lange Reise und der irische Löwe ist dann die 4. Geschichte und dann geht die Reihe leider irgendwie nicht weiter. Und ich werde, wenn ich jetzt den den zweiten Band diese Woche lesen werde, werde ich da auch so ab der Hälfte entscheiden, ob ich weiterlese und mir den 3. bestelle oder ob, also es kann ja durchaus sein, dass sich das alles nochmal ein bisschen verändert. Bisher, der erste Teil der Reihe war wirklich grandios, ein toller, spannender Auftakt für alle, die Krimis mögen, mit ein bisschen, ja, einem spezielleren Thema, die Sherlock mögen, die Detektivarbeit mögen, die sind hier absolut richtig und es ist halt wirklich auch ein dünnes Buch, was man mal husch an einem Tag sozusagen wegliest oder von mir aus auch an zweien, aber man kann es gefühlt tatsächlich kaum weglegen, weil man eben immer wissen möchte, wie es weitergeht. Und im zweiten Teil taucht ja dann einer meiner absoluten Lieblingsbösewichte auf und ich bin so, so, so gespannt, was diese Geschichte für mich bereithält und wo das dann im Grunde noch hingeht. Und ja, es ist auch für alle, die jetzt befürchten, dass es da eine motzmäßige Liebesgeschichte gibt, da kann ich jeden beruhigen, das hätte mich total angenervt. Dem ist nicht der Fall. Natürlich wird so ein bisschen, oder spürt man so ein bisschen die Sympathie der beiden, aber es ist nicht mehr und auch nicht kitschig und auch nicht so viel des Guten. Das kann ich im Grunde schon verraten. Also auf eine Liebesgeschichte zwischen Anna Kronberg und Sherlock Holmes im klassischsten Sinne sollte man, wer Sherlock kennt, weiß, dass das sowieso nicht gefühlt möglich ist, der ist da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Weiter ging es dann eher wieder mit einem Sachbuch und zwar das Ja-Experiment von Shonda Rhimes. Shonda Rhimes ist ja wohl
vielen ein Begriff, die Grey's Anatomy und ähnliche Serien sich angucken, denn sie ist dort die Drehbuchautorin. Sie ist mega erfolgreich, hat jetzt dann auch How Away Get With Murder, irgendwie diese Serie, und noch von irgendeiner anderen Serie hat sie im Buch gesprochen. Und es ist ein Buch im Grunde über, ja, Shonda Rhimes, die irgendwann einfach zu sich selbst sagt, sie möchte zu vielen Dingen, die ihr Angst machen, einfach mal Ja sagen. Denn sie merkt, dass sie zwar erfolgreich im Job ist, auch gerne mit ihren Kindern zusammen ist, dass sie da auch ganz gut ist, dass sie eine große, tolle Familie hat, aber sie merkt immer wieder, dass sie zu Dingen, vor denen sie Angst hat, doch eher Nein sagt. Und eines Tages sagt ihr, glaube ich, auch, das war ihre Schwester, Mensch, jetzt, du bist hier die ewige Neinsagerin, ende mal was, genieße dein Leben und ja, für was du hier arbeitest, das muss doch unterm Strich auch irgendwas haben. Und ja, sie entscheidet dann eines Tages eben ja, ein ganzes Jahr einfach Ja zu sagen. Und ja, ich habe mir auch einiges an Zitaten dazu rausgeschrieben. Und unter anderem, sie wird eben, also sie sagt selbst, werde von jetzt an Ja zu allem sagen, das mir Angst einjagt ein ganzes Jahr lang. Oder bis ich vor lauter Angst gestorben bin und ihr mich beerdigen müsst. Und zu diesem Ja-Sagen gehört eben auch, dass man eben mal Ja zu Nein sagt. Also ganz bewusst eben sich auch mal ein Nein überlegt, was ich eben auch eine sehr interessante Theorie und Herangehensweise so ja, empfand. Und ich mochte Shonda Rhimes tatsächlich ganz gerne. Ich konnte ihre Beweggründe verstehen, ich konnte ihren Weg verstehen, ich konnte ihre Angst durchaus nachempfinden, was es zum Beispiel bedeutet, ja, auf einmal vor einer Kamera zu sitzen, bei Oprah Winfrey und ein Interview zu geben oder einfach so ähnliche Dinge, eine Rede zu halten vor Absolventen eines Colleges. Und all diese Ängste gehen mit ihr mit und sie erklärt die, sie erklärt uns ein bisschen was aus ihrem Leben, aus ihrer Gefühlswelt, aus dem Arbeitsleben, wie es eben auch ist, eigentlich als Dunkelhäutige erfolgreich in den USA zu sein, und dass sie das zwar selbst diese Frage gar nicht mag, aber sie durchaus versteht, dass sich alle anderen Menschen das im Grunde fragen. Und das machte sie sehr sympathisch und ja, auch sehr menschlich und greifbar. Und es ist wirklich ein Buch geschrieben, wie wenn sie mit uns auch einfach spricht. Sie redet uns als Leser auch einfach an, erzählt aus dem Nähkästchen, und das hat mir besonderen Spaß gemacht. Ich habe dieses Buch gefühlt auch in zwei Zügen gelesen, weil ich einfach den lockeren, leichten Schreibstil sehr, sehr mochte. Ich mochte die Gedanken darin. Ich habe mir einiges so ein bisschen rausgeschrieben, wo ich so denke, daran möchtest du einfach so ein bisschen festhalten. Vielleicht tatsächlich auch Dinge, die ich in meinem Bullet Journal packe, um mich einfach immer mal wieder daran zu erinnern. Und ich hätte gar nicht erwartet, dass, also ich habe dieses Buch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, ich hätte nicht erwartet, dass dieses Buch ja irgendwas sozusagen in mir tut, und ich fand es ganz schön, dass mich eine Freundin darauf aufmerksam gemacht hat und wir dann gesagt haben, das lesen wir jetzt einfach. Ich glaube, sie selbst hat noch nicht angefangen, aber ich habe direkt schon vorgeschwärmt und auch von meinem Highlight sozusagen berichtet, denn es ist tatsächlich auch wieder etwas sehr Positives, Optimistisches, wenn man eben an Dinge herangeht mit dem Gedanken, das könnte was werden, und ja, ich glaube, das wissen wir eigentlich alle. Wir machen es, glaube ich, einfach nur viel, viel zu selten. Und ich nehme durch dieses Buch tatsächlich mit, auch öfter mal zu Dingen Ja zu sagen, die mir Angst machen. Und natürlich werde ich nicht vor Absolventen oder dem Präsidenten der USA eine Rede halten, gar keine Frage. Aber, wobei, man weiß ja nicht, was noch so passiert. Aber ich glaube schon, dass man erstmal zu einem Nein tendiert. Erstmal denkt, das kann man nicht, man traut sich das nicht zu, das wird ja eh nichts, das will keiner hören. All diese Antworten kennt man ja eigentlich. Und wenn man aber etwas Großes für sich, Großes hinter sich gebracht hat, dann ist man eben auch gewachsen. Und ich fand auch tatsächlich so gegen Mitte dieser Geschichte sehr spannend, wie sie so ein bisschen erzählt hat, dass wenn man eben so ein Ja-Mensch wird, dass man eben auch Ja-Menschen anzieht. Und dass man dann eben eine Umgebung hat aus Menschen, die auch so positiv und interessiert an der Welt sind wie man selbst. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich habe mir ja auch wieder ein Zitat herausgeschrieben, und zwar: Entdeckung war, glückliche, heile Menschen fühlen sich zu glücklichen, heilen Menschen hingezogen. Doch ein kaputter Mensch hingegen findet nichts schlimmer als einen solchen glücklichen, heilen Menschen. Unglückliche Menschen mögen es nicht, wenn ihre Leidensgenossen glücklich werden. Dessen bin ich mir hundertprozentig sicher. Und hier kann man
einfach, glaube ich, auch in die Welt blicken und wird es im Grunde auch einfach sehen. Leute, die sich von Nachrichten, den schlimmen Nachrichten im Fernsehen, herunterziehen lassen und in dieses Jammertal beginnen und begeben, die treffen im Grunde auch wieder Menschen, mit denen sie mitjammern kann. Und ich war hier mal irgendwann 3-4 Jahre her auf so einem Seminar von so einem, ja, ich möchte Motivationsberater, würde ich ihn jetzt nennen. Also er ist auch relativ bekannt, ich möchte jetzt aber keinen Namen nennen, weil ich die Veranstaltung nicht ganz so schön fand. Aber auch hier ging es so um das allgemeine Meckern. Und es ist viel leichter, in der Gemeinschaft hineinzukommen, wenn man mitmeckert. Egal, ob es der blöde Arbeitsplatz ist, der doofe Chef ist oder was auch immer, die Welt und alles ist ungerecht. Als wenn man eben dagegen steuert und eben auch das Positive an diesen Dingen findet. Und ich glaube, dass uns das allen begegnet, in der Arbeit, im Freundes- und Familienkreis und gerade in der Arbeit, wo man natürlich 8 Stunden einen Großteil seiner Zeit verbringt, kann man das eben durchaus erkennen, dass sehr viel gejammert und sehr viel gemeckert wird. Und wenn man da so ein bisschen gegensteuern möchte, steht man oftmals ganz allein auf weiter Flur. Was mich persönlich tatsächlich nicht so stört, weil ich dann auch wieder in der Arbeit Menschen suche, die dagegen steuern. Und man sich dann im Grunde gegenseitig eher hoch pusht, als immer weiter noch auf den Boden zu drücken. Und das fand ich wirklich eine sehr toller Gedanke von Shonda Rhimes, der mir so ein bisschen geholfen hat, das tatsächlich zu verstehen. Und ich mir dachte, okay, es geht also nicht nur mir so und das Kind hat sozusagen auch einen Namen und ein Gefühl. Und das fand ich tatsächlich super, super spannend. Und auch zum Thema ganz bewusst Nein sagen hat sie ein bisschen was erzählt, was ich mir ja auch ein bisschen rausgeschrieben habe. Denn sie sagt, ich bin in dieser Lage, weil ich immer Nein gesagt habe. Diese Lage ist beschissen. Ja zu sagen könnte sie verbessern. Und wenn nicht verbessern, dann zumindest verändern. Und das waren ihre 4 Grundgedanken zum Ja sagen oder auch eben zum bewussten Ja zum Nein sozusagen. Und das fand ich tatsächlich mega interessant. Und das sind eben auch so diese Dinge, die man, glaube ich, einfach fürs Leben so ein bisschen mitnehmen kann. Und ich glaube, ich bin schon ein Mensch, der zu sehr vielen Dingen Ja sagt, aber nichtsdestotrotz entdeckt man sich immer mal wieder, dass man so an sich zweifelt und so seine... ja, Gedanken doch sich eher darum drehen, oh, wenn ich jetzt Ja sage, dann passiert das und das und kann das gut gehen. Und ich glaube, dass man da einfach über seinen Schatten mehr oder weniger springen muss und eben auch einfach Ja sagt. Und ich glaube, wenn man mal anfängt, dann setzt man auch so ein Rad im Gange, was einem unwillkürlich dann eben auch neue Momente bringt, die auf ein Ja warten. Und ich glaube, dass man das nicht nur auf ein Ja begrenzen sollte, sondern... ja, wahrscheinlich tatsächlich aufs Leben. Und man darf dieses Buch nicht damit vergleichen mit diesem Ja-Sager, diesem Film mit Jim Carrey, der ja auch zu allen möglichen Dummheiten Ja gesagt hat. Denn es ist hier wirklich von Shonda Rhimes, es sind ihre Erfahrungen. Es ist natürlich schwierig, so eine Art Teil einer Biografie zu bewerten. Aber für mich ist dieses Buch, und ich glaube, ihr merkt es auch, ein absolutes Highlight gewesen. Es hat mich zum Nachdenken angeregt, es hat mich mitgerissen, es hat mich begeistert, es hat mir neue Inputs sozusagen gegeben, es hat mir neue Anreize gegeben, es hat mich wirklich mitgenommen und es hat Shonda Rhimes, die ich tatsächlich an mancher Stelle schon sehr ich-bezogen fand, doch ein bisschen sympathischer gemacht. Nichtsdestotrotz ist es schon ein bisschen amerikanisch, das muss man ganz klar dazu sagen. Die ticken eben einfach anders wie wir und wir natürlich auch anders wie die. Man muss das so ein bisschen runterfahren und wahrscheinlich auf deutsches Niveau bringen. Die Amerikaner sind ja oft sehr euphorisch. Das merke ich durchaus ja auch in meiner Arbeit, wo wir ja einen amerikanischen Mutterkonzern haben. Das funktioniert eben einfach ein bisschen anders, als es so die deutsche Gewohnheit sozusagen zulässt. Und das muss man hier eben auch einfach so ein bisschen auf einen Nenner bringen. Man darf dieses ganze Chaka und morgen wird alles besser und... ah, ich glaube, wir Deutschen sagen da eher, oh, wir gucken erstmal. Und so bin ja im Grunde auch ich nicht immer. Aber auch bei mir braucht Veränderung ein bisschen Zeit. Aber das hat mir dieses Buch wirklich absolut gegeben. Und ich kann das wirklich empfehlen. Es ist ein positives Buch. Es gibt Anreize, eben zu diesen Dingen Ja zu sagen und welche Ketten so ein Ja eben auslöst. Und ich kann es absolut empfehlen und danke auch hier für die Empfehlung und bin sehr, sehr froh, das Buch gelesen zu haben. Und nun kommen wir zum letzten Buch der Woche, beziehungsweise zu einem Hörbuch, was ich ja die ganze Woche gehört habe. Und zwar ist es der Auftakt der
der Reihe zu Die Frauen vom Löwenhof von Corinna Boman. Der erste Teil heißt Agnetas Erbe und ist, glaube ich, jetzt auch ganz aktuell, ich glaube, im Frühjahr diesen Jahres erschienen. Es wird eine Trilogie werden. Der zweite Teil ist schon für den September angesetzt und ich glaube, der dritte Teil soll Anfang 2019 kommen, also auch sehr absehbar, wann die Teile kommen. Es ist ein relativ dickes Buch mit über 700 Seiten und hatte auch 20 Stunden Hörzeit. Und da hat man wirklich gemerkt, es ist schön, dass man lange in der Geschichte auch einfach verweilen kann. Die Sprecherin ist Nora Jokosha, habe ich leider vorher noch nie gehört. Ich finde aber, sie muss einfach erwähnt werden, weil ich ihre Leistung, die Geschichte vorzulesen, wirklich ganz, ganz toll fand. Ich bin sonst nicht der größte Freund von Frauen, die einem Geschichten vorlesen, weil es ja oft so ist, dass Frauen eine sehr hohe Stimmlage haben. Und wenn ich dann natürlich die Geschwindigkeit hochsetze, dann kann man Frauen oftmals nicht mehr zuhören, was eben einfach in der Natur der Dinge liegt. Hier muss ich aber wirklich sagen, dass Nora Jokosha wirklich eine ganz, ganz tolle Stimme hat und diese eben auch in einer gewissen Geschwindigkeit sehr, sehr gut funktioniert hat und man wirklich so 20 Stunden ganz, ganz tollen Hörspaß hatte. In meinem Fall waren es wahrscheinlich, glaube ich, knapp 12 Stunden, aber nichtsdestotrotz hat diese lange Hörzeit wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Geschichte startet so um 1910, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, und Agneta lebt aktuell in Stockholm. Als wir sie kennenlernen, sie gehört eigentlich zu einem großen Adelssitz. Sie gehört an den Löwenhof und sie selbst möchte aber ein unabhängiges Leben führen. Sie ist die jüngere Tochter, hat noch einen großen Bruder, der eben irgendwann diesen Hof übernehmen wird, der sich auf Pferde spezialisiert hat, und sie selbst lebt eben in Stockholm und studiert hier was mit Malerei. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Sie umgibt sich auch von Frauenrechtlern, die eben so ein bisschen beginnen, für die Frauenrechte einzutreten, hat dort auch einen sehr innigen Freund, mit dem sie sich durchaus eine Zukunft vorstellen kann. Allerdings hält sie nicht viel vom Heiraten und vom Verheiratwerden sowieso nicht. Es passiert, dass sie ein Telegramm erreicht, dass ihr Vater im Grunde sehr, sehr krank ist, dass sie nach Hause kommen muss. Aus diesem sehr, sehr krank wird vor Ort dann, dass er im Grunde schon gestorben ist, als die Scheune gebrannt hat, und ihr Bruder ist auch schwer verletzt und liegt im Krankenhaus. Und so passiert es, dass sie im Grunde erstmal so die Herrin des Hofes wird und sie muss ihr komplettes Leben dem im Grunde unterordnen und muss auch sich selbst im Grunde einfach komplett umstellen und verändern, denn ihr freies Studentenleben in Stockholm ist hiermit vorbei und sie muss eben die Herrin des Hofes werden und damit natürlich auch einige Verantwortung nicht nur für sich selbst, die Familie, sondern natürlich auch für all die Angestellten sozusagen übernehmen. Und das ist eine Geschichte, die ich aus dieser Perspektive von Agneta super, super toll erzählt fand. Auch die Zeit wurde für mich sehr, sehr gut aufgegriffen. Man kann ja in etwa ahnen, diese kurze Geschichte, also es sind ja im Grunde erst 100 Jahre zurück, kann man natürlich noch viel besser greifen als tiefhistorische Bücher, die 400, 500, 600 Jahre zurückliegen. Man hat hier eine Vorstellung, wie es 1900 irgendwas in Schweden im Grunde ausgesehen hat, und man natürlich auch weiß man, wann die Frauenrechte im Grunde begonnen haben, wann Frauen wählen durften, Auto gefahren sind, insofern es schon Autos gab und all solche Dinge. Und man kann Agneta durchaus sehr, sehr gut mitfühlen. Und sie ist eine sehr moderne, zukunftsorientierte Frau, die sehr entgegen ihres klassischen Bildes sozusagen agiert, so ein bisschen rebellisch, trotzig ist, was mir natürlich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand Agneta super sympathisch, ich fand sie mutig, tough und stark. Und ich mochte wirklich, wie uns ihre Geschichte hier erzählt wurde. Ich mochte auch, wie die Geschichte erzählt wurde, denn es war eine sehr bildhafte Geschichte, eine etwas ausufernde Geschichte. Man hat sich wirklich sehr viel Zeit genommen, um die Charaktere einen zu beleuchten, näher zu bringen, dass man da mit ihnen so ein bisschen dieses Leben im Grunde auch teilen konnte. Auch die Nebencharaktere sind nicht irgendwo verblasst, sondern waren sehr präsent. Sei es die Mutter, sei es der beste Freund gewesen, sei es die Angestellten am Hofe. Man darf sich jetzt kein Downton Abbey-Feeling vorstellen, denn dazu wird im Grunde die Arbeiterschaft zu wenig in den Vordergrund gebracht, aber so ein bisschen den Hauch und ein bisschen Gefühl dafür bekommt man, was es eben bedeutet, wenn man im Grunde beim Adel arbeitet, dass man dann ja gefühlt wirklich kein eigenes Leben hatte.
Das ist natürlich immer eine Vorstellung, die ich sehr gruselig finde. Ich mochte den Schreibstil sehr, sehr gerne. Er hat mich mitgenommen. Ich habe diese Hörzeit sehr, sehr genossen. Es gab mittendrin mal ein, zwei Längen, wo man dachte, ja, jetzt könnte es mal wieder weitergehen. Auch gegen Ende sind ein, zwei Dinge, Wendungen passiert, die ich absolut zum Augenrollen fand, wo ich mich fragte, warum? Aber nichtsdestotrotz möchte ich diese Geschichte weiterlesen, freue mich jetzt schon sehr, sehr auf den zweiten Teil im Herbst und bin natürlich sehr neugierig, wie es auf dem Löwenhof weitergeht. Ich denke mal, dass es auch zeitlich eben einfach weitergeht. Ich weiß gar nicht, wo der zweite Teil ansetzt. Ich habe tatsächlich den zweiten Teil nicht dazu gelesen. Zum einen möchte ich mich natürlich während des Lesens oder Hörens beim ersten Teil nicht spoilern lassen. Zum anderen lasse ich mich eben auch mal bei Büchern gerne überraschen, gerade was so zweite, dritte Teile im Grunde angeht. Ich freue mich aber sehr, das weiterzuhören und für mich ist das definitiv auch eine Reihe, ähnlich wie bei der Clifton-Saga, die ich hören möchte und auch hören werde. Und ich glaube, man hat hier eben auch einfach wunderbare Stunden mit dem Hören. Und das Schöne hier natürlich auch so die Beschreibungen zum Adel und den Menschen und den Orten. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass so Schweden für mich nicht ganz präsent war. Gefühlt hätte diese Geschichte auch an einem deutschen Pferdehof stattfinden können oder an einem englischen, wobei das wäre mit der Queen so ein bisschen anders gewesen. Das fand ich ein bisschen schade. Deswegen ist es wirklich ein kleines Highlight sozusagen, weil es eben doch ein, zwei Punkte gibt, die ich ein bisschen zu kurz gekommen fand, obwohl das Buch ja jetzt schon relativ dick und erzählerisch ist. Man hat aber nicht das Gefühl, dass dieses Buch 700 Seiten hat. Das muss man ganz klar sagen. Es kam ja auch nicht so vor, wie wenn ich hier 10, 12 Stunden gehört hätte. Dadurch, dass ich einfach konsequent jeden Tag ein, zwei Stunden gehört habe, ist mir das gar nicht aufgefallen. Also ich fand es zu keiner Stelle irgendwie sehr langweilig. Auch die Gedanken sind seltenst abgeschweift. Natürlich kommt das immer mal bei einem Hörbuch vor, gerade wenn man in der Sonne liegt und man vielleicht irgendwie im Moment nicht ganz aufmerksam ist. Aber das tat der Geschichte sozusagen auch keinen Abbruch, weil zwei Minuten später war man wieder drin und das Unterbewusstsein hört ja trotzdem weiter und das hat mir auch einfach sehr, sehr gut gefallen und ich mag tatsächlich so Familiensagas sehr gerne hören. Ich merke das auch, mir hat das bei der Clifton-Saga sehr gut gefallen, hier gefallen und ich merke, ich glaube auch, dass mir die Hansen-Saga wahrscheinlich besser gefallen hätte, wenn ich sie gehört hätte, anstelle sie zu lesen. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich daran liegt, dass es Genres gibt, die hörbuchtechnisch besser klappen als zu lesen oder eben auch umgekehrt, aber ja, das ist so mein Gefühl. Also auch hier eine absolute Empfehlung, wer Familiensagas gerne liest, wer mal nach Schweden reisen möchte, wer auf einem Pferdehof einfach mal Agneta begleiten möchte, der ist hier absolut richtig und hat hier wirklich eine ganz, ganz tolle Sprache und wirklich, ja, viel, viel Spaß an dieser Geschichte, an diesem Teilnehmen des Lebens dieser Charaktere und wird hier auf jeden Fall Spaß haben. Von Corinna Bormann gibt es ja, glaube ich, auch noch tatsächlich ganz andere Bücher, andere Geschichten und ich glaube, dass ich mich da auch einfach mal bei ihr umschauen werde, weil mir hier der Schreibstil wirklich auch sehr, sehr gut gefallen hat. So, das war es nun also mit den Büchern. Das war diese Woche doch eine ganze Menge. Frag mich, wann ich das so gemacht und geschafft habe. Man muss natürlich immer sagen, dass Hörzeit durchaus eben auch eine Zeit ist, wo man natürlich schon auch bewusst einfach da sitzt und hört oder in der Sonne liegt und hört, aber natürlich auch viele Momente hört, wo man sonst nicht lesen könnte. Also von daher, so kommt das im Grunde zustande. Dann möchte ich noch einen ganz kurzen Dufttipp abgeben. Den Filmtipp haben wir schon abgearbeitet. Und zwar ist bei mir eingezogen von Kringle ein Daylight mit dem wunderschönen Label Fiji. Leider gibt es das nur als Daylight bzw. dann als Glas. Und ich muss ehrlich sagen, Fiji, ach, das ist wirklich ein Duft, der perfekte Sommerduft. Er ist frisch, fruchtig und hat wirklich so einen Hauch von Brise. Und ich finde den einfach grandios. Ich weiß nach wie vor nicht, nach was er duftet. Ich habe tatsächlich nicht nachgeguckt. Ich habe eine kleine Sommerbestellung bei Duft und Raum aufgegeben, nachdem Paddy auch so davon geschwärmt hat und es von ihr auch einen Code gab, ich glaube mit 15%. Und habe mir den Fiji mitbestellt als Daylight. Ich bin ja nicht der große Kerzenfan. Ich bin ja eher der Duftlampen-Fan, also Tarte oder Melt-Fan. Aber das Daylight ist wirklich der Hammer. Und das ist wirklich ein Kandidat, den ich mir im Glas vorstellen kann, was ich mir ja nicht bei vielen Düften vorstellen kann. Und ich glaube, dass der in diesem Sommer auch noch als Glas bei mir einziehen wird. Nicht jetzt direkt, weil ich habe ja jetzt auch noch das Daylight. Aber ich denke mal so spätestens in meinem Urlaub im August oder
vielleicht tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob in Berlin, wenn wir da in 2 Wochen in Berlin sind, ob es da irgendwo Kringel oder irgendwie gibt und man da eben auch einfach mal schnuppern kann. Und ja, man muss natürlich im Internet immer ein bisschen blind bestellen. Bei Fiji hat es sich aber gelohnt. Oh, hier habe ich geschielt. Bei Fiji hat es sich aber absolut gelohnt und auch wirklich mit diesem super, super schönen Label einfach ein Träumchen und gefällt mir sehr, sehr gut. Und jetzt habe ich, glaube ich, absolut genug gequasselt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meiner Bücherwoche. Vielleicht ist ja das ein oder andere Buchtipp für euch oder kanntet ihr vielleicht auch schon. Dann natürlich gerne auch mit der Info in die Kommentare, auch was ihr vielleicht diese Woche gelesen habt. Würde mich da sehr über den Austausch freuen und wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.